Was ist denn da los? Ich seh mich nicht, weil... Das sah gut aus. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge GTA Online. Ich bin wieder unterwegs mit dem Dodger und dem Cyrus und wir begeben uns heute mal auf Renntour zu Lande, zu Wasser und in der Luft, wenn man so will. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Wahrscheinlich habe ich das schlechteste Boot ausgewählt. Nein, nicht Renngelb. Oh, jetzt habe ich Renngelb. Das wollte ich nicht. Hat man, wenn man zweimal alle Farben durchgeht. Sie rennen, ganz ohne Paddel. Und, wer hat was? Ich hab den Speeder. Na toll. Ich hab ein Boot, ich hab keine Ahnung was. Hoffentlich hast du ein Fahrrad. Ich hab beide Bötchen. Brumm, 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 brumm. Yeah. Brumm, 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 brumm. Speedstart. Brötchen. Aus Weg. Lass mich, nimm mich mit. Ich geh in den Kofferraum. Hey, hätte ich ja gerammt oder was ist da los? So ein Bootsfahrt ist auch entspannender. Was ist denn da los? Ich seh mich nicht, weil... Du Soldatenkopf, ey. Das sah sehr gut aus. Wirklich. Junge, bist du über mich drüber gefahren? Ja. Dein Motor durch dich durch. Ja. Boah. Wo ist denn der Dritte? Waren wir nicht zu dritt? Achso. Hat das richtige Fahrzeug gewählt, offensichtlich. Ja, aber ich muss, dass es nur bergab geht. Ich wundere, dass mein Boot nicht schon gesunken ist, wie ich fahre hier. Ich liege auf dem Trockenen. Was? Ach Mann. Nochmal. Ja, wieder auf dem Trockenen. Okay, ich bin wieder im Wasser. First Person ist nicht gut bei Sprüngen, weil man nicht weiß, wo man landet. Finde ich aber interessant, den Punkt bei der Bootauswahl, wo angesagt wurde, wie viel Traktion die Dinger haben. Ja, da hatte ich so ein bisschen drauf geachtet und ich glaube, das war eine gute Wahl. Ja, ich tatsächlich auch. Allerdings frage ich mich, wie man im Wasser überhaupt Traktion und so. Aber gut. Ich habe nicht gewusst, dass es nur nach unten geht. Du musst im Wasser nach oben springen, oder? Wolltest du es nach oben fahren, oder was? Ich bin der mit der meisten Zeit an Land. Haha, gibt's dafür einen Punkt? Oh, nee. Psst. Wo ist mein Boot? Wo ist mein Boot? Liegt bestimmt nicht im Parkhaus. So, ich nehme den Buckingham Super Volito. Diesmal in Eisweiß, nicht in Bachbraun. Oh, fortfahren. Ja, ich bin bereit. In Ego-Perspektive, Halleluja! Flussfahrt. Nee? Du raus jetzt, oder was? Was? Ja, bei mir startet's? Ist doch aus Ego-Perspektive. Und nicht änderbar. Ja dann. Zack, noch Sekunden. Oh, bisschen tiefer, tiefer, tiefer. Ich bin eigentlich gut mit dem Heli, aber in Ego-Perspektive habe ich ehrlich gesagt so gar keine Erfahrung mit dem Heli. Ich auch nicht. Auch nicht mal in Arma. Was immer so mein geheime Ausrede ist, dass ich es in Arma könnte. Das hier nicht. Hoch, Schatzi! Was hoch, los? Hoch, Schatzi! Achso, hoch, Schatzi. Au. Ich hab O, Schatzi, verstanden. Puff. Ja, läuft. Ach Gott, wie soll ich denn... Also offensichtlich kann ich's doch. Wusste ich ja nicht. Entschuldigung. Ja. Oh Gott! So, da lang. Ist das mehrere Runden oder? Weiß es nicht. Okay, wie kommst du klar? Geht so? Okay. Ich wundere, dass ich noch lebe. Ein P1
anfänglichen Schwierigkeiten ging es. Bei Battlefield habe ich relativ viel Heli geflogen. Das war ganz cool. Mhm. Wow, da ist ein Masten. Da ist... Ja, so tief geflogen bist, dass die Nase in den Sand gedrückt hast und ich vorne ja, in der Kanzel saß und dabei gestorben bin. Das war lustig. Weißt du noch damals? Ja. Damals in Nam. Ach nee, das war Battlefield 42 Desert Combat Mod, oder? Jo. Oh Gott. Das ist mein Mob ist langsam echt auf Geschwindigkeit, habe ich das Gefühl. Ja, aber die Flugzeugsteuerung hat sich seit GTA Vice City nicht wirklich stark geändert. Außer, dass sie seit GTA 4 versucht, etwas realistischer zu sein. Oh, unter der Brücke her. Ja, wieso nicht? Oh, das gibt XP. Ja dann. Wenn ich bei drauf gehe, ob es XP. Oh Gott, ist denn jetzt der dritte? Ich glaube, ich bin am Checkpoint vorbeigeflogen. Puff. Ja, da vorne ist er. Irgendwer ist gegen die Brücke geflogen, im Geräusch zufolge. Ich weiß nicht, bestimmt nicht. Niemals. Nein. Ich bin immer noch vor euch, Jungs, was ist los? Hallo, jetzt geh doch nach vorne eigentlich wieder, du Scheiß. Ich habe keine Ahnung, welche Tasten ich drücke, aber es funktioniert. Ich drücke die ziemlich intuitiv. Es gibt ja Leute, die sind für eine Facecam. Ich bin gerade für tatsächlich für eine Tastaturcam. Wieso überholst du mich? Weil ich es drauf hab. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mache und ich wundere mich, dass ich noch lebe, aber überholst mich. Jetzt nimm doch den scheiß Punkt ein, du Scheiß. Hallo? Punkt einnehmen, okay. Ja, wieder bei Battlefield. Oh Gott, ich hab die Kurve genauso genommen. Oh, ich sehe nichts mehr, ich bin... Ich lebe noch. Ich hab dir vertraut. Wunder. Ich hab dir vertraut. Wundert, dass noch nicht piept bei mir. Das hörst aber auch nur du nicht. Das ist bei dir piept euch schon länger. Ohne 2 und 2 wolltest du mich verarschen. Beep, 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 beep. Ja, echt? Oh gut, dann hab ich noch eine Chance. Oh, ich hasse Ego. Es kann doch nicht sein. Das hast du so eingestellt. Hab ich gar nicht. Das war schon so. Das Spiel ist schuld. Fuck. Web.de ist schuld. Was machst du? Oh fuck, finde ich gut. Oh, du bist Kreuz auf der Karte. Siehst du diese Tunnel, diese Brücke über der Straße? Fußgängerbrücke? Wolltest du drunter her? Nein. Ich würde sagen, über mir die... Was mache ich denn hier? Hallo? Jetzt bist du immer noch schneller als ich. Krass. Weil ich Vorsprung hatte. Ja, aber ich habe dich gerade überholt, als du gespawnt bist. Ich bin knapp neben oder vor dir. Ich weiß es nicht. Ich bin in der Ego-Perspektive und habe keine Hand frei für die Maus, um nachzugucken. Du bist rechts vor mir. Jetzt bist du links vor mir, so ein bisschen. Yeah, Drifting! Mit dem Heli. Nein, ich habe den Punkt nicht... Oh Gott, ernsthaft? Ich hab den Punkt. Mir wurde der Punkt nicht angerufen. Und Dodger? Hat's auch geschafft abzuschmieren. Oh, dieses begeisterte Geräusch. Weißt du, Andreas, wir fahren hier doch ein ganz anderes Rennen, ne? Als wie du. Weil es sich nicht lenkt, wie ich will. Ja, das ist doch gut. Weil es sich nicht so neigt, wie es will. Oh. Holst du gleich auf, oder was? Du solltest weiterfliegen. Und es ist so eine scheiß Handling, hat dieses scheiß Ding da. Kann ich den wen anders auswählen? Ich will wen anders zugucken. Ja, ich bin ja schon weg. So. Ich bin eins da. Ich bin zwei. Ich bin zwei. Zweiter. Oh, da geht's auf. Ich habe ein Level gewonnen gerade. Ja, ich auch. Ich habe gewonnen, das reicht. Auswählen. Book in die Custom? Was ist denn der Custom? Custom. Chino Custom. Was ist das für komische Autos? Nightshade. Wollte ich sowieso mal fahren. Brumm, 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 brumm. Aha. Ich habe nicht überlegt, den Wagen zu kaufen und jetzt kann ich ihn mal Probe fahren. Ach, ich hab's auf Eco? Na.
Jetzt schon wieder? Ich hab sie geändert. Achso, nee, ist nur noch voreingestellt, aber es ist nicht forciert. Ich hab ihn gerammt, ich hab ihn gerammt! Gibt das Punkte? Gibt es Punkte? Wie kann man denn diese Raketen uns aktivieren, die man einsammelt? Hä? Wie kann man denn die Sachen aktivieren, die man einsammelt? Auf E? Achso. Ah, jetzt habe ich verstanden. Okay, ich habe die Raketen fast auf den Lastwagen geschossen. Dann guck mal durch hin, Lenker mal. Ein bisschen. Ich wollte eigentlich nicht im Kreis fahren, aber trotzdem schön. Du hast mir gezeigt, was du so kannst. So, jetzt kommt Speed. Oh, jetzt wollte ich gerade auf Geschwindigkeit kommen, da biegt der. Diese Karre, du! Repariert ihn, das Moped. Es hat kein Lenkding! Es lenkt nicht, wenn du. Meiner lenkt, wenn ich geradeaus fahren will. Ist auch nicht so die Lösung, ehrlich gesagt. Ja, wenn ich lenk fahre, fällt die Karre geradeaus. Das Ding hat aber auch keine Bremsen. Ich glaube, den kaufe ich nicht. Zumindest nicht so schnell. Eine zweite Generation Camaro ist eigentlich ganz hübsch. Wolltest du die Dinger nicht eigentlich freigeschalten bekommen? Ja, den hier kann ich kaufen, also den habe ich freigeschalten in dem Sinne. Nee, ich meine die Tuning-Dinger. Ja. Oh, das sind so Blitz-Mobbits. Bin ich dann schneller? In der Tat. Das Auto macht mich nicht sehr glücklich gerade. Und ich habe den Checkpoint auch verdriftet. Ach, jetzt kommt schon. Ach, jetzt habe ich ihn gekriegt. Na gut. Du verrundest mich gleich, wenn das so weitergeht. Ach, geht gar nicht. Die zweite von zwei Runden. Ach, guck, ich wollte doch gar nicht rein. Ich wollte noch zu dir fahren. Wieso wolltest du zu mir fahren? Ja, mal mit der Rakete schießen. Oder sowas schön. Schön, dass du mich gedacht hast. Oh Mann. Wenn du dir wegen beeilen würdest, würdest du es noch schaffen. Ich beeil mich ja. Mit Raketen. Was ist denn das für beeilen? Eins und da vorne ist. Ich bin nicht so, was ist so das für 20, Auto? 20 Meter vor der Ziellinie oder so. Hat das Auto 20 km/h nur, oder was? Nein, der hatte Leistung. Nur wenn er geradeaus fahren sollte, ist er im Kreis gefahren. Wenn er bremsen sollte, hat er Gas gegeben. Ich weiß nicht, irgendwie war das. Wo ist dein Auto? Hinter mir. Bei mir nicht. Bei mir schon. Na gut.